In welchem Zustand haben Sie die Saison heute vorgefunden? Ja, es ist natürlich wie jedes Jahr. Die Vorbereitungen sind sehr, sehr gut. Natürlich auch mit dem Vorteil, dass dieses Jahr sehr viel Schnee da ist. Etwas Nachteil, dass die Piste jetzt durch die warmen Temperaturen, speziell auch durch den Regen im unteren Teil, sehr aufgeweicht ist. Wir warten jetzt auch, dass die Temperaturen fallen, wie alle, dass sich die Anstrengungen lohnen. Und ich glaube, dass wir sehr, sehr gute Rennen hier sehen werden. Sie haben von einer aufgeweichten Piste gesprochen. Ist der Trainingslauf morgen in Gefahr? Ja, das hoffe ich nicht, weil der Wetterbericht sagt, dass es im Laufe der Nacht aufreißen sollte oder keine Niederschläge mehr. Und man weiß eben nicht, wie sich die Temperatur entwickelt. Wir werden sicher nicht einen Trainingslauf fahren auf einer weichen Piste. Erster Grund Sicherheit für die Rennläufer und zweitens wollen wir ja dann auch die Piste in einem Zustand lassen, damit wir überhaupt Rennen fahren können. Ein Training eventuell am Donnerstag dann nicht gefährden und das alles können wir dann morgen früh beantworten. Stichwort Sicherheit. Rennleiter Senona hat von großen Investitionen in die Sicherheit gesprochen. Haben Sie diese auch gesehen, diese Investitionen? Ja, dann wäre ich fehl am Platze, wenn ich das nicht sehen würde. Es ist wie jedes Jahr immens, was eben investiert wird. Und man muss nicht mir die Frage stellen, ob ich es sehe, sondern man muss all denen die Frage stellen, ob sie es sehen, die dann, wenn es darum gilt, ein Resümee zu ziehen, immer behaupten, es wird nichts gemacht. Die sollten sich alle dann mal hier mit der mit dem Komitee in Verbindung setzen, mal nachschauen, was das Ganze eigentlich nicht nur kostet, sondern welcher Aufwand getrieben wird, bevor sie dann Aussagen treffen, es wird nichts getan.